Hey yo, liebe Freunde, willkommen zurück hier bei Far Cry 3, der 100. Part und das Final Fight. Hoffen wir es mal. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwarten wird. Auf jeden Fall sind meine Kameraden irgendwie weg. Shit, was ist hier los? Jason. Wo sind sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum Tempel. Ich muss sofort zum Tempel. Okay, los. Was ist hier los, verdammt? Riley, wir müssen los, jetzt! Okay, also wir fahren jetzt erstmal zum Tempel und checken die Lage ab. Hier bei Far Cry 3. Spannung. Der 100. Part. Okay, triff Sidra. Was ist hier los, verdammt? Sind denn alle verflucht? Ja, wenn das auch wüsste, ne? Was zum Henker ist hier los? Sidra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Ich helfe dir. Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nun bist du perfekt. Das ist meine Schuld. Ich ließ dich leben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Sidra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreit. Und dann gehöre ich dir. Nimm sie! Sidra. Jetzt hol ich dich, mein Schatz. Folge dem Pfad des Kriegers. Was zum... Nur die Stärksten überleben. Mit den Rakyat bist du machtvoll. So wie die, die vor dir kamen. Waffen töten Menschen, sie bringen sie nicht wieder zurück. Lisa? Ein großer Krieger! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Alter! Ich hab abgestochen. Was so? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatar. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Wird doch gut sein. Ich bin der King. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du brauchst es ein Krieger wegen all diesen Tattoos auf deinem Arm? Ich nehme sie dir, Jason. Nein! Ich bin dein, wie wir alle.
Diese Insel gehört dir. Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich werde das alles ausradieren. Alle, bist du hässlich? Vollende den Pfad. Weiß. Sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles, was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Na, das wollen wir nicht. Du bist bereit, Krieger. Hier ist deine Klinge. Ja, bitte. Darf ich sie benehmen? Ich will sie nehmen. Was du? Nein, Chase, bitte, 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 Chase, nein, nein, bitte. Ich rette meine Freunde. Was will ich mit der Psychopathin, ey? Ist ja klar, ne? Chase, warum musst du gehen? Du wirst kein Krieger mehr sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen, Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich! Jason! Was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst! Uns alle erlöst! Und du willst ihre Liebe nicht? Ja! Warte, warte! Warte! Was du. Alter! Zieh's doch raus, Mann! Das tut doch weh! Einmal noch an die Titten lang? Ich liebe dich! Ich dich nicht. Verlass mich nicht. Doch. Verzeih mir. Tod. Dennis! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Citra, bitte. Verlass mich nicht, bitte. Citra, es tut mir leid. Citra, bitte verlass mich noch nicht. Zurück, ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. Wow! Was für ein Ende, Alter. In Memory of Jens Jungmark. Wahrscheinlich ist er gestorben bei den Produktionen. Und ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Der 100. Part ist jetzt etwas... ja... leider etwas kurz geworden. Und ich habe nicht alle Relikte eingesammelt. Aber man hat es an den Briefen gesehen. Es passiert nämlich überhaupt gar nichts. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut und es passiert gar nichts. Also keine Angst, ihr habt nichts verpasst. Wir haben im Prinzip das Spiel zu fast 100% durchgespielt und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammen das Spiel zu spielen, ganz klar. Es hat ein paar nette Feedbacks gegeben und ich hätte ja auch ein bisschen mehr erwartet von euch, dass ihr ein bisschen noch, ja, so ein bisschen mehr schreibt. Vielleicht beim nächsten Projekt macht ihr vielleicht ein bisschen mehr und genießt einfach noch ein bisschen den Abstand
den Abspann mit mir. Heute habe ich wieder irgendwie so einen kleinen Brabbler in mir drin, der irgendeinen Scheiß rausredet. Nein, Spaß beiseite. Genießt jetzt den Abspann. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder im nächsten Projekt hier auf meinem Kanal. Und lasst es euch einfach gut gehen. Bleibt gesund. Und wir sehen uns wieder. Euer Rufnex. Ciao.